Boah, die guten Plünderer nehmen wir mit. Ey, schön, da können wir gleich noch ein paar upgraden. Angeheuert der Klingenschwertkämpfer, Träger slash Murderer. Ah, Getreide, Oliven, ja, das Bier braucht ihr auch nicht mehr. Das ist meins. Ihr wollt meiner Armee beitreten? Nee, 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 nee. So, kaiserliche Stürmer. Die muss ich jetzt tatsächlich irgendwo herbekommen. Dann reiten wir mal in die Hauptstadt. Wichtig ist, dass wir den Typen dann irgendwie wiederfinden. Weiß ja nicht, wo der sich hier rumtreibt. Der ist wahrscheinlich irgendwo Krieg machen. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt die kaiserlichen Stürmer her? Wo werden die verkauft? Garios hat irgendwas. Da sollten wir mal reinschauen. Aber vorher muss ich gucken. Kaiserliche Stürmer. Oh, Lastpferd, Maultier. Nix da. Ja, Leute. So, zwischenzeitlich konnte ich die Pferde einmal auftreiben. Die werden wir jetzt eurer Lordschaft einmal geben. Da ist der gute Garios. Oh, hallo. Vendelia. Schöne Frau. Mein Name ist Horst, verehrte Vendelia. Das ist. Könnt ihr mir was von der Schlacht erzählen? Da war sie nicht dabei. Natürlich war sie das nicht. Ich möchte gerne etwas mit euch besprechen. Ich möchte in den Dienst von Kaiser Garios beitreten. Kann ich noch nicht. Schade. Naja, jetzt bringe ich ihm erstmal seine. Oh ja, er sitzt wie ein richtiger Herrscher auf seinem Thron. Aber er kennt mich. Garios kennt mich. Euer Hochwohlgeboren, es ist mir eine Freude. Wegen der Aufgabe, die ihr mir gegeben habt. Hier sind eure Pferde. Da habe ich einiges an Ruhm bekommen. Und die Beziehung wurde schon mal erhöht. Das finde ich gut. Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schnetzeln, damit ich auf die restlichen Punkte jetzt auch komme. Gut. Clan wieder aufbauen. Hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Können wir ja mal. Das ist aber nicht doch, das ist auch westliches Kaiserreich. Können wir ja mal darüber reiten. Nach Ortysia. Mal schauen, was da los ist. Wen treffen wir denn hier unterwegs noch an? Ah, die sind noch ein bisschen zu stark noch. Da brauche ich mehr Leute. Vier Plünderer lohnt nicht. Ah, wo sind sie denn hier? Wo kann ich denn hier? Der ganze Pack Schnetzeln. Gemeinheit. Oh, wir haben ein höheres Level erreicht. Ja, das ist doch gut. Aber scheinbar gab es keine entsprechenden Fähigkeitspunkte dafür. Gucken, ob wir hier vielleicht noch ein paar Kampfsachen finden. Was will er? Art of Trade. Kannst du alleine traden, Alter. Langweilig. Hallo, hallo, hallo. Na, wir hier sind, gucken wir uns, das sind die einfachen Truppen. Aber die 17 stehen mir ganz gut zu Gesicht. Bleibt stehen, bleibt stehen. Mit den 6 zusammen, das gibt nochmal ein Schnetzelbonus. Oh komm, die 5 hätten auch noch mit dazu gehört. Das ist ja eine nette Gegend hier. Ist gar nicht mal so schlecht. Es gefällt mir, diese bergige Gegend.
Das gibt's doch nicht. Besser. Der hat gesessen. Direkt in den Kopf rein. Ist er doch kein so schlechter Bogenschütze. Ja, dann holen wir mal die Kavallerie dazu. Schwert, auf geht's! Ah, wird doch immer besser. Damn. Alter, mein Umhang ist rot befleckt. Das war meiner. Ja, Frank, da musst du ein bisschen schneller aufstehen. Wenn du dem Horst die das Wasser reichen willst. So, die werden wir schön verscherbeln. Hier haben wir noch kaiserliche Rekruten, die machen wir noch zu Bogenschützen. Fleisch und Butter. Die Nahrung eines richtigen Mannes. Boah, da haben wir 5. Die 5 lohnen sich nicht. Aber dann können wir... Oh, wir brauchen nicht mehr viel. Nur noch 5 Ruhm. Nur noch 5 Ruhm. Ah, da haben wir 7. Bisschen wenig. Ein paar größere Schlachten schlagen. 3. Auch zu wenig. Komm schon. 112. 112 ist ein bisschen zu viel und die 81, gegen die könnte ich, glaube ich, derzeit auch noch nicht gewinnen. Dame 12, komm her. Ihr seid bestimmt anderthalb Ruhmpunkte wert. Lauf doch nicht weg. Ja, da fliegt der Wind her. Da war doch kein Wind, da habe ich... Das waren doch höchst sommerliche Temperaturen, oder liege ich da jetzt falsch? So kann ich meine Bogenschießfähigkeiten verbessern. Und jetzt schicken wir den Leuten die Kavallerie wieder hinterher. Ihr kennt das Spiel. Ja, spannender wird es natürlich, wenn wir dann an die großen Schlachten gehen. Aber das kommt dann auch noch alles. Das kommt noch alles, wenn wir gegen die Bruderschaften und so spielen. Oder dann, aber erstmal müssen wir da auch unsere Armee entsprechend aufstocken.
Vor allen Dingen müssen wir unsere Leute ausbilden. Wenn wir da so ein kleines Dorf her losschicken, das bringt ja auch nicht viel. Aber hier hat es auf jeden Fall schon mal wieder gereicht, um Leute abzugraden. Und ich werde auf jeden Fall ein Pferd besorgen, weil Kavallerie können wir sehr gut gebrauchen. Oh, Trauben, lecker. Da würde ich denn hier einfach mal nach Sargot reiten, in die große Stadt. Und dann, da sind sogar gleich 18 Gebirgsbanditen. Und der Bandenchef braucht Waffen, das machen wir gleich mit. Das ist ja eine der schnellsten Quests, die es überhaupt gibt. Die sacken wir mit ein, genauso wie die Kohle und die Ehre, die wir dadurch erlangen. Oh, er kennt mich sogar, hätte ich nicht gedacht. 5 Stück Einhandäxte besorge ich dir, kein Problem. Ich muss halt eh noch ein bisschen einkaufen, dann machen wir das gleich zusammen. So. Und zwar ein Pferd, ja. Dann werden wir ein gutes Sattelpferd für den Typen kaufen. Wo sind die Einhand? Zweihand. Da sind die Beile. 5 Stück. Eingekauft. Ja, ansonsten können wir, glaube ich, mal gucken. Das ist natürlich um einiges mehr Schnitt und Stoß, ist einiges länger. Wollen wir das gleich mitnehmen? Das nehmen wir gleich mit, ne? Neues Schwert hat er sich verdient, an dem anderen kleben noch die Reste von den ganzen anderen Toten. Das ist natürlich nicht so cool. Ein westlicher Eibenbogen. Oh, der ist natürlich auch richtig geil. Ne? Kann ich nicht zu Pferd nutzen? Natürlich eine höhere Geschwindigkeit. Ich bleibe erstmal bei meinem, den ich habe. Vielleicht steige ich dann auch noch mal irgendwie auf Speere und sowas um. Muss ich mal schauen, das ist... Ja, gucken wir mal. Wow. Was sind das für ein Topfdeckel? Deutlich bessere Kopfrüstung. Das sieht ja gruselig aus. Naja, aber wenn der Kopf dann besser geschützt ist, dann sollten wir das halt schon eher nutzen, ne? Macht Sinn. Macht definitiv Sinn. Ah, sie hat nur eine 27er, dann kann sie nämlich den hier kriegen. Dann sieht man ihr wunderschönes Gesicht nicht ganz so stark. Ja. Oh, das mit dem Kettenhemd, das sieht gut aus. Wobei die Fäustlinge, die stehen dir ehrlich gesagt nicht wirklich. Ah, da müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes kriegen. Weil die sind nicht ganz so cool. Die passen da nicht zum Outfit. Ist wirklich so. Das sieht katastrophal aus. Da gibt's 2 mehr. Ich glaube, dann sollte ich dir das Ding einmal kaufen. Dann kannst du da Armbrüste, ja, haben sie jetzt leider nicht deutlich mehr. Aber ich kann dir... Nee, der ist besser. Das ist noch eine Einhandaxt, ne? Können wir mal schauen, ob sie hier noch was Schönes haben. Einhändig. Nördliche Schlachtaxt. Du besitzt schon die nördliche Schlachtaxt, okay? Ja, hätte ja sein können, dass ich dir was Gutes tun kann. Achso, stimmt, ich muss die noch abliefern. Und dann kann ich mich um die 18 Gebirgsbanditen kümmern. Da bin ich wieder.
Und hier sind deine Waffen, Digga. Bam. Da habe ich Ruhm bekommen. Und dann dauert es jetzt auch nicht mehr ganz so lange. 4 könnte ich quasi noch rekrutieren. Aber ist gerade gar nicht so geil. Also wir haben momentan keine vernünftigen Leute. Warte mal, ich könnte in der Taverne hier nochmal rasch. Genau, die Gefangenen übergeben. Waffenhändler, 16 Stück, okay. Ja, kommt noch. Wir holen uns jetzt erstmal diese Gebirgsbanditen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen, ich kriege euch. Oh, da hat er sogar ein, zwei Begleiter. Der ist cool, den hätte ich gerne in meiner Truppe, schon alleine wegen seinem Bart. Den finde ich richtig geil. Ach, drauf geschissen, vielleicht hole ich mir auch eine Armbrust oder einen Langbogen. Gucken wir mal. Ah, da mit seinem Deckel auf dem Kopf. Sieht nicht schlecht aus, hat was. Da ist sogar einer auf dem Pferd unterwegs. Alter, seid ihr nicht ganz knusper, mich mit euren Speeren zu bewerfen? Fall mal helfen, bevor ich da verrecke. Oh, sind sogar relativ starke Kämpfer mit bei. Die Gebirgsbanditen haben ein bisschen mehr drauf als die einfachen Plünderer. Das finde ich gut. Hier noch ganz gut, Alter, meinen Soldaten angreifen. Haben wir hier noch irgendwie Reiter oder was ist da hinten los? Ne, alle erleben. Was denn da hinten passiert? 2-4, jetzt steige ich auf. Jetzt steige ich auf. Hoffe ich. Bergmenschen und Gesetzeslose. 25 Ruhm. Banditen und sowas alles einlade. Na, da weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier noch angeheuerte Armbrustschützen. Das ist ein Wächter. Den wollten wir noch aufs Pferd bringen. Das wird eine Söldnerkavallerie. Finde ich in Ordnung. Können wir auch machen, kein Problem. Und bei denen haben wir gesagt, auf jeden Fall erstmal die kaiserlichen Veteranenbogenschützen aufstocken. Zerbrochener, langer, feiner Speer. Gefällt mir. Auf jeden Fall nehmen wir uns das Zeug alles mit. Lebensmittel. Und den Kram auch. Den können wir dann in der nächsten Stadt nochmal verscherbeln. Das Schöne ist, dass wir jetzt Clan Level 1 erreicht haben. 150. Brauchen wir für die zweite Stufe. Auf jeden Fall haben wir unser Begleiterlimit erhöht. Truppengröße und Vasall können wir dann werden. Ich würde jetzt einfach mal in die nächste Taverne reiten und mal schauen. Nee, du bist ja schon der Horst.